Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Drive um sich 2. Heute begrüße ich euch zum ersten Mal auf Städtedreieck V2 auf meinem Kanal. Ich fahre mit euch heute den Nachtexpress NE79, wie es hier gerade auf dem Bus beschildert ist. Den Nachtexpress Sisselsforst, einmal rings um die Stadt Laupendal herum. Wir fahren heute als Subunternehmen von der Firma Regio Forster von Kaisertal mit einem Mercedes-Benz O530 Citaro Facelift von Hellefeld. Ich schmeiße jetzt eben den Motor an. Löse die Bremse, mache die Scheibenwischer an, mache die Scheinwerfer an. Lege den Gang rein, Tür zu. Und begib mich dann zur Starthaltestelle. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe halt außerhalb der Aufnahme jetzt halt den Bus im Betriebsrat vom Ricke Forster Betriebshof vom. Das war falsch. Bin im Betriebsrat hierher gefahren mit diesem Bus. Hab dann halt schon mal den Bus halt aufgerüstet. Das habe ich alles schon heute Vormittag gemacht. Und während der Aufnahme werde ich heute die Linie NE79 fahren. Ja, da muss ich hin. Ja, Hallöchen. Das Problem bei diesem Bus ist, dass die Fahrgäste immer hinten einsteigen. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Kommen Sie aber ziemlich spät damit an, dass Sie eine Tageskarte möchten. Demnächst steigen Sie bitte vorne ein, Madame, wenn Sie eine Karte möchten. Acht, zehn. Tageskarte erwachsen. Demnächst bitte vorne einsteigen, wenn Sie eine Karte möchten. Fahren wir mal los. Wir fahren natürlich mitten im Regen, weil es auch in Nordrhein-Westfalen regnet. Aktuell auch draußen. Normalerweise fährt der Bus über einen Busstreifen, aber warum soll ich einmal quer durch den Busbahnhof fahren, wenn ich auch über die normale Otto-Normalverbraucherkreuzung fahren kann? Zurzeit haben wir 17 Grad im Bus. Der Bus wird jetzt wahrscheinlich auch nochmal richtig warm laufen. Die Außentemperatur beträgt gerade 12 Grad. Eine Minute schon Verspätung, aber die holt man vielleicht auch schon locker mal wieder auf, weil hier nicht an jeder Haltestelle der Bedarf besteht. Schnellstraße. Der Bedarf besteht halt, dass der Bus an jeder Haltestelle halten muss. Die nächste Haltestelle ist nämlich Stolpstraße.
Nächste Ausfahrt nehmen wir die Ausfahrt. Weiterfahren können wir wahrscheinlich nicht. Ampel ist grün, also drüber fahren. Das ist natürlich auch sehr schwer immer zu erkennen hier. Hier muss man aufpassen mit dem Fuchs. Bitte vorne einsteigen. Ja, seht. Wir fahren jetzt einfach über den Bürgersteig nach rechts. Über die separate Busspur. Magdalenen-Krankenhaus halten wir jetzt als nächstes an. Vorausgesetzt, es sind Fahrgäste. Aufpassen sollt ihr auch mal lieber. Normalerweise hätte ich jetzt auch rechts halten können. Und ist eine dumme Ecke hier. Ich bin ja gestern privat diese Busstrecke auch schon mal gefahren. Da, im Bus ist es jetzt gerade ein Grad wärmer geworden. Es gibt ja zwei verschiedene Hofdateien in diesem Repaint Pack. Ne, das ist halt in dem Map-Ordner gibt es zwei verschiedene Hofdateien. Einmal die Mozart-Ansagen und einmal die von Jan. Und ich habe jetzt aktuell die Hofdatei mit den Ansagen Jan genommen. Halt mal etwas anderes, immer Mozart hören ist auch immer langweilig. Fahren jetzt gleich, befinden wir uns gleich in Essenberg. Das ist ein Ortsteil von Sisselsforst. Ach, Binkerchen. An der Steigung. Auch hier möchte niemand ein- und aussteigen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gut, immer Kurbel. Froschweg. Ich habe erst wieder gedacht, die Fahrgäste fangen, die ich den Bus habe, fangen wieder an zu meckern. Hier steht auch niemand an der Haltestelle, können wir einfach mal durchfahren. Hier fährt man jetzt momentan überall nur zickzack. Machen wir da mal das Kabinenlicht aus.
Nächste Haltestelle ist Hattinger Straße. Ich sag das halt, ich wiederhole das halt nochmal, weil es sehr schlecht zu verstehen ist teilweise. Die Straße jetzt sehr nass und da ist der Fahrsound natürlich ein bisschen lauter. Deswegen wiederhole ich dann halt die Ansagen. Weil die sehr deutlich, nicht so deutlich zu hören sind. Demnächst werde ich wahrscheinlich die Ansagen von Mozart benutzen. Ansagen von Mozart sind auch besser zu hören. Essenberg. Jetzt kommen wir nach Essenberg. Ach, habe ich nicht gedacht. Ich wusste ja nicht, dass der Bus, dass die junge Dame sogar besser Bus fahren kann. Da. Hallo. Da hinten sitzt kein Busfahrer. Ich muss mal eben einen Kommentar mal ablassen. An die junge Dame, die mich jetzt gerade so ein dummen Spruch gerade abgelassen hat. Wenn Sie besser Bus fahren können, warum sitzen Sie nicht am Lenkrad? Da fahren Sie demnächst selber. Da können Sie ja demnächst selber Bus fahren. Ja, so was, ey. Soll die mal hier mit dem Bus mal hier durch ihr Dings fahren, durch so eine Gasse? Wird ja gleich noch schlimmer. Hattinger Straße. Sie können gleich aussteigen, wenn Sie so weit herummeckern. Weiß ich sie hochkantig aus dem Bus. Nochmal so ein dummes Kommentar, dann schmeiß ich sie persönlich raus. Gibt's denn sowas hier? Mal gucken, wo wir jetzt weiter müssen. Nicht, dass sie mich hier gleich dümmlicherweise winkt. Vor Aufregung hier noch verfahre. Ich kann auch nichts dafür, dass ich jetzt so ein Zickzack hier fahren muss. Rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Bergische Straße. Können gleich aussteigen, wenn sie nicht passt. Ich habe die Strecke nicht gebaut. War schon vorsichtig, so vorsichtig, wie es halt geht. Nur zu vorsichtig sollte man auch nicht fahren, dann hat man mich gleich wieder 5 Minuten Verspätung. Wir verlassen jetzt das Stadtgebiet Sisselsfoss und fahren jetzt rüber nach Laupendal. Sie können gleich aussteigen, wenn es Ihnen nicht passt. Die Straße ist schlecht. Sagen Sie mal lieber das. Kann auch nichts dafür, dass die Straße so eng ist. Und dann doch beide im Chor noch.
Wie langsam soll ich denn noch hier fahren? Ich kann gleich mal zeigen, wie man schlecht fahren kann. Unter der Kategorie schlecht fahren könnte, würde ich mir eher vorstellen, wenn der Bus jetzt hier mit 80 km durch so eine Ortschaft brettern würde. Das würde für mich schlecht fahren, das würde ich als schlechtes Fahren bezeichnen. Aber nicht, wenn ich hier mal so eben so schon mehr als vorsichtig hier um Ecken fahre. Sie sind ja nicht verpflichtet, mit dem Bus zu fahren. Können ja auch gerne laufen, wenn sie wollen. Habe ich kein Problem mit, habe ich wenigstens einen Lernbus. Und Ruhe im Bus habe ich dann auch noch oben drauf. Hallo? Hier vorne steigt man ein. Ja, immer hinten einsteigen. Die Fahrertür vorne ist zugeschweißt, deswegen muss man hinten einsteigen. Ich habe natürlich in den Citarus von Hellefate habe ich halt den iBox-Mod eingebaut, also das, ja, kann man sagen, iBox-Mod installiert. Da hat man ein vernünftiges Kassensystem. Steht jetzt jemand an der Haltestelle oder nicht? Ja, ist klar, ne? Immer von hinten einsteigen, ist klar. Ist ja nichts Neues. Ah, die kommt nach vorne. Schade. Hätte ich sie mal gefragt, ob sie nicht lesen kann. Das Grundmodell dieses Busses stammt ja halt von Altair und Hellefate hat diesen Bus halt ummodelliert zum Citaro. Das wollte ich halt nochmal gesagt haben zur Info. Da war natürlich dann auch Altair mit im Spiel mit dem Grundmodell des Busses. Und Hellefate hat dann halt diesen Bus
bist du modernisiert und zu einem Citaro umgebaut. Da diese Busse auch bei uns noch in Dortmund solche Citaros Facelifts gibt, habe ich mir gedacht, ich fahre heute mal einen hier mit Omsi über den Nachtexpresslinie NE79, auf der wir jetzt gerade unterwegs sind. Heute habe ich ja voll die grüne Welle hier. Ist ja auch ganz nice. Jetzt fahren wir wieder ein bisschen über Landstraße. Hier fahre ich natürlich sehr extrem vorsichtig. Da kenne ich auch kein Pardon. Da die Fahrgäste meckern, dann raucht es aber. Noch vorsichtiger fahren kann ich nicht. Aber in Omsi ist ja alles erlaubt. Der KI hält sich ja auch nicht an, nicht zu 100%, will man mal sagen, nicht an die Verkehrsregeln. Ihr kennt das ja vielleicht schon mittlerweile auch schon von anderen Let's Playern. Oder auch / YouTubern, die auch Omsi fahren. Ja, die Fahrgäste sind einfach doof und wollten mal hinten einsteigen, wie immer. Als ob hier genau an dieser Stelle eine durchsichtige Wand wäre. Ach. Das mag ich halt an diesem Citaro halt nicht, dass die Fahrgäste mal hinten einsteigen. Das ist zwar in Polen normal, dass die Fahrgäste mal über die hinteren Türen einsteigen, weil der Busfahrer meistens in so einer komplett abgetrennten Kabine sitzt oder abgeschirmten Kabine, wie bei einer Straßenbahn, wie es halt auch bei einer Straßenbahn bekannt ist. Deswegen steigen auch wahrscheinlich hier die Fahrgäste auch hinten ein. Hier will auch niemand aufsteigen, es will auch niemand einsteigen. Als ich das hier das erste Mal gestern gesehen habe, als ich so eine Probefahrt gemacht habe, habe ich mir gedacht, ist das jetzt ein Fehler von, fehlt da eine komplette Kachel? Aber das ist eine grüne Anlage, so eine Gartenanlage, glaube ich. Schützenstraße. Gibt es in Dortmund auch. In der Dortmunder Nordstadt. Omsi, reg ich mich nicht auf. Da unten erwartet uns eine Ampel, die gerade rot ist. Niemand möchte aussteigen, also weiterfahren. Auch nicht schlecht mit der Textur, dass sogar teilweise die Rollos unten sind. Das wird man zwar am Tage wahrscheinlich dann genau das gleiche sehen. Jetzt habe ich natürlich der Ansage ins Wort geredet. Wir halten jetzt erreichen gleich die Haltestelle Kreuzing Bahnhof. NE79 fährt geradeaus weiter. Das ist halt wieder so eine komische Bushaltestelle jetzt hier. Ich mogel mich jetzt einfach mal hier so rein. Ohne die Fahrgäste jetzt natürlich zu überfahren. Einstieg ist vorne. Ja, die wollen wieder hinten einsteigen. Schwarzfahrer sind das wieder. Vorne ist der Einstieg, nicht hinten. Ja, das ist halt typisch polnische... Tag. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen.
Da kann man den Fahrgästen auch keinen Vorwurf machen. Eine Tageskarte, bitte. Was für eine Karte? Tageskarte. Ich habe jetzt irgendwas, irgendwie Tagungskarte verstanden. Zwei, so. Und das Ticket natürlich Tageskarte. Damit kann man jetzt ja auch rund um die Uhr fahren, bis... Danke. Bitteschön. Da kann man den Fahrgästen natürlich auch keinen Vorwurf machen. Das ist halt bei diesem Bus. Dieser Citaro wurde ja halt von Helefeld modifiziert. Im Originalzustand ist ja dieser Mercedes Citaro Facelift ein polnischer Bus. Und aus diesem Grund steigen mal die Fahrgäste immer über die hintere Tür ein. Wie ich ja gerade gesagt habe, ein Busfahrer hat dann normalerweise in so einem polnischen Bus. Müsst ihr euch das so vorstellen, sitzt der Busfahrer auch in so einer Kabine wie bei einer Straßenbahn. Der sitzt dann komplett abgeschirmt, da hat der Busfahrer zum Beispiel hier vorne, meistens bei den polnischen Bussen, wo jetzt hier dieser Türteiler hier ist, geht dann die Wand bis da hinten vorne hin. Ach, wir dürfen sogar fahren. Ja, Berger Straße. Fahren. Das ist halt im polnischen oder überhaupt osteuropäischen Gebiet halt Standard, dass der Busfahrer komplett abgeschirmt zu den Fahrgästen sitzt. Hier will eh niemand raus und rein. Ich habe ja hier auch in Omsi einen Icarus-Bus. Da wird das auch richtig dargestellt. Da sitzt der Busfahrer echt in einem separaten Raum drin. Wir dürfen 60 fahren. Ich hatte in der letzten Zeit ziemlich viele Probleme mit Omsi 2 gehabt. Da hatte ich halt einfach irgendwie keinen Bock mehr, eine Aufnahme zu machen, bis ich dann mal endlich mal in OBS mal endlich dann auf das mal die richtige Einstellung endlich mal herausgefunden habe. Jetzt nimmt merkwürdigerweise OBS vernünftig auch auf, ohne wieder abzuschmieren die ganze Zeit. Ich habe nämlich die Bildwiederholungsrate, also die Bitrate, habe ich auf 64 Bit zurückgeschraubt. Die stand nämlich auf 112 Bits. Übertragungsrate. Das habe ich dann jetzt halt mal komplett reduziert. Jetzt läuft komischerweise der OBS nämlich vernünftig. Rondell ist richtig. Und auch mit Omsi selber hatte ich auch sehr viele Probleme gehabt. Lass mal hier rauszoomen, ist ein bisschen zu laut. Ich habe nämlich hier diese Städtedreieck-Map installiert und hatte dann immer ständig mich gewundert, warum immer so viele Kacheln gefehlt haben auf der Map. Das lag nämlich daran, da ich vergessen habe, die Additional Traffic Signs zu installieren, da wurde dann halt mal die ganze halbe Map nicht geladen. Da habe ich die jetzt halt nachträglich runtergeladen und installiert und schwuppdiwupps wird die ganze Karte geladen. Roter Keil. Bremsbus. Ich bremse ja auch schon fahrgastfreundlich. Und auch auf der Map Alheim und Laurensbach hatte ich auch ein Problem gehabt. Da hat
Da habe ich eine, da wurde im Bereich des Flughafens in Laurenzbach eine Kachel nicht geladen, wegen zwei bescheuerten OHE-Loks, die dort gefehlt haben. Habe ich vergessen zu installieren und das hat natürlich komplett dafür gesorgt, dass die ganze Kachel da nicht geladen wurde, weil das Objekt gefehlt hat. Welches dann unter dem Ordner dann halt wie heikel zu finden ist. Und danach, nach der Nachinstallation von OHE, dieser Diesel-Lokomotiven, wurde die komplette Map geladen, ganz merkwürdigerweise. Da hat man irgendwas beim zu schnellen Installieren irgendwas vergessen und schwuppdiwupps, das rächt sich dann auch gleich sofort, wenn man OMSI 2 die Karte lädt. Ach, ich fahre mal weiter, sonst knallt es hier gleich wieder. Wir haben schon 3 Minuten Verspätung, deswegen sollte ich mal ein bisschen Gas geben. Alle Linien fahren geradeaus weiter. Sparkasse. Die meisten Add-ons, die dann halt für diese Karte als Städtedreieck notwendig sind, die hatte ich ja schon durch die Map Alham und Laurenzbach schon bereits installiert. Da hat mir tatsächlich einfach nur dieses Additional Traffic Signs Add-on gefehlt. Additional Traffic Signs. Was habe ich denn jetzt? Ich kann euch jetzt mal, wenn Göttinger Straße ist jetzt die nächste Haltestelle. Was ich jetzt in Zukunft jetzt im Bereich OMSI 2 vorhabe, ist, ich werde jetzt ein paar Runden über die Städtedreieck-Map drehen. Natürlich habe ich jetzt endlich auch Rheinhausen. Da werde ich auch auf jeden Fall mal ein paar Röntgen darüber drehen. Der Bengel will leider nicht mit. Hätte ich mir das Anhalten auch ersparen können. Schon 4 Minuten Verspätung. Also man kann jetzt hier vom Fachmannplatz aus zur Nachtexpress nach Laupendal Hauptbahnhof umsteigen. Es gibt nämlich hier auch eine Durchmesserlinie. Ja, Olle, renn mir durch den Bus. Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Wo ist die Frau denn jetzt? Ich habe ja glücklicherweise jetzt angehalten, sonst hätte ich das jetzt wieder schön in meiner Fahrakte stehen gehabt. Mach mal schnell die Tür auf, dass die dumme junge Dame jetzt hier vorne einsteigt. Ja, kein Wörtchen Wechsel mit dem Fahrer. Das ist normal. So, jetzt warten wir ab, bis unsere Ampel, hier unsere Busampel mal uns losfahren lässt. Na, die Blinker könnten wir auch auslassen. Ich hatte ja auch die ältere Version Städtedreieck auch installiert gehabt, aber
habe nur eine einzige kleine Fahrt über diese Map gemacht. Auf jeden Fall, ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall sehr erheblich verbessert, diese Map. Jetzt verlassen wir jetzt hier die eigene Bustrasse und biegen hier direkt, glaube ich, rechts ab. Ich gucke einmal kurz den Pausenmodus nach. Ja, ist richtig. Hier gleich sofort abfahren. Jetzt geht's mal wieder ein bisschen über Land. Die Straße ist natürlich jetzt nass, deswegen ist jetzt auch der Fahrsound ein bisschen lauter. Ich fahre aber maximal 60. Wir sind ja ein Linienbus. 11 km/h dürfen ja auf der Landstraße auch nur 60 fahren. Das gleiche gilt auch für Busse. Und wieder 50. Weil wir schlängeln uns jetzt hier gerade durch die grünen, zwischen den grünen Tannen hindurch. Ich habe jetzt einfach mal den Wettercode EDDL, das ist halt von irgendeinem Flughafen in Nordrhein-Westfalen. Weil diese Map soll sich ja auch angeblich auch in Nordrhein-Westfalen auch abspielen. Ich konnte leider in der README-Datei auch nichts davon einlesen, wo das eigentlich überhaupt liegen soll. Man hat einfach nur eine kleine Einführung gegeben, man soll sich da überraschen lassen. Es wurde, dass die Map einfach größer geworden ist. Aber wo diese Map spielt, steht halt in der README nicht drin. Da werden sofort die Buslinien dann beschrieben. Hier ist eine Schule mitten auf dem Land. Damit die Schüler sich auch besser konzentrieren, steht extra die Schule auf dem Land. Was ich ja eigentlich jetzt sagen wollte, also habe ich ja schon gerade gesagt. Pardon. Schon wieder vergessen. Ey. Ich werde auf jeden Fall noch die Straßenbahn in Gladbeck mal fahren. Ich warte mal darauf ab, bis mal die Linie 301 mal befahrbar wird. Kevin Nitschmann hat jetzt zwischenzeitlich jetzt an Mallorca gebaut. Wann diese Karte mal erscheinen wird oder das Add-on, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich mal irgendwann auch mal eine Runde mit dem NF6D drehen. Es gibt zwar schon viele Videos davon, aber ich möchte halt über meinem Kanal auch mal eine Straßenbahnfahrt mit dem NF6D mal verewigen auf meinem Kanal. Da gibt es ja doch ein paar Interessenten, die das dann halt mal gerne sehen möchten. Ich habe die mir jetzt auch am Freitag oder wann? Ja, ich glaube am Freitag oder Samstag habe ich mir das Straßenbahn-Add-on auch gekauft. Von Kevin Nitschmann. Natürlich nicht von ihm persönlich, sondern halt über Steam. Morgen. Ach, da kann ich auch gleich die Tür zulassen. Da kommt die. Der kauft sich jetzt doch nicht, der stempelt nur. Boah, ich hasse diese Verspätung wieder. Mann. Da riecht man sich gerade über sein eigenes Ei wieder auf. Ach, nach links fahren. Hier durch, glaube ich.
Das ist jetzt halt das Versorgungsamt von Laupendal. Das ist ja halt die Kreisstadt von dem Ganzen hier. Auch sehr schön mit diesen Altstadtlaternen. Sorry für das abrupte Bremsen. Gaswerk, am Gaswerk. So, rechts ab fahren wir. Ich versuche ja auch schon nicht so abrupt abzubremsen. Aufpassen, dass hier keine Fußgänger über die Straße rennen. Komischerweise passiert mir das nicht mehr so häufig in Omsi. Und ein Stoppschild. Wir verlassen jetzt nun die östliches Laupendal und fahren wir mal wieder ein bisschen über Land. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich die Ansagen anhört, zum Beispiel Göttinger Straße, Hattinger Straße. Das würde mir sofort bei mir in den Kopf klingeln. Die Map müsste wohl in Nordrhein-Westfalen müsste in Nordrhein-Westfalen spielen, diese Map. Aber die Busse haben auch keinen VLR-Symbol am Es sind auch keine VLR-Symbole an den Bussen vertreten. Kreisverkehr erste raus. Wie bei der Fahrschule. Keiner guckt, überkreuzt die gerade die Straße. Ja, wenn keiner ein- und aussteigen will, einfach gerade weiterfahren. Solche Straßenkreuzungen werden uns noch sehr oft noch begegnen. Ostlandgalerie. Es besteht Anschluss zur Linie NE75 Richtung Laupendal Hauptbahnhof und Nordbahnhof. Boah, das ist mir gestern auch schon wieder passiert. Bitte nicht nachmachen. Es wollen mal endlich mal welche aussteigen. Hier können sie einsteigen. Mit einer 5 Minuten Verspätung verlassen wir diese Haltestelle wieder. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo wir jetzt weiterfahren. Das ist nämlich auch teilweise mal so richtig irritiert. Wir fahren weiter, glaube ich, in Richtung Kreuztal.
Versorgungsamt. Wir haben auf jeden Fall schon die über die Hälfte des Fahrplans schon abgefahren. Käferberg, Kreuzgau. Da bleibt mir mal nichts anderes übrig. Einfach mal in den Bus mal einfach im Pausenmodus mal hier stehen zu lassen. Tut mir jetzt leid, dass ich jetzt mal gerade mal nachgucken muss. Da müssen wir natürlich jetzt nicht lang, also wir müssen jetzt rechts. Ich glaube, in diese Straße fahren auch nur Busse rein. Auf jeden Fall sehr genial, dass durch die Aktivierung des, dass es sogar hier Schaltkontakte in den, einen Ampelsblinds gibt. Da können sich damit mit Hilfe dieses, dieser Kontaktschaltung, nämlich die Busse sich einfach mal schnell durch den Stadtverkehr drängeln. Ne, der will nicht mit. Jetzt kommt der interessanteste Teil dieser Busfahrt. Jetzt geben wir mal richtig Gas mal hier. Über diese Busspur habe ich gestern eine sehr viel Verspätung wieder reduzieren können. Kann sein, dass der Manfred jetzt auch mit will und steigt dann von hinten im Bus. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein bitte. Warum steigst du nicht vorne im Bus ein? Das wäre besser gewesen. Einzelkind und Kind. Dankeschön. Bitte. Ach, die Tür braucht man ja nicht selbstständig zumachen. Es gibt zwar auch ein Mercedes-Benz O530 Citaro Solo, auch als Facelift-Variante, leider, aber mit drei Türen, die man aber auch alle selber manuell steuern muss. Braucht man ja eh nur nach links gucken, weil es kommt nur von links Verkehr. Das wird ja wohl jetzt richtig sein, nach links fahren. Ja, ist korrekt. Ich wieder Auto. Ja, fahr doch Auto. Bist ja nicht gezwungen, mit dem Bus zu fahren.
Was meinst du, warum ich im wirklichen Leben sogar so häufig Auto fahre? Demnächst fahre ich wieder Auto, dann mach es doch. Habe ich kein Problem mit, habe ich wenigstens einen leeren Bus. Ich habe auch kein Problem damit, mit dem Bus auch leer rumzugurken, mit dem leeren Bus hier rumzufahren. Am Hubertusweg steht leider keine andere Haltestelle, also weiter. Komödiengasse. Fährt man halt ein bisschen im Stil eines Schnellbusses. Da möchte ich gerne mal wissen, ob der KI-Verkehr besser fahren würde. Das machen sie nämlich nicht. Aber über mich dann kommentieren, über mich dann rummeckern. Über mein Fahrstil. Lessingstraße. Das können sie immer sehr gut, die Fahrgäste von OMSI. Dass da mal irgendwann ein Busfahrer nicht ins Lenkrad beißen würde, da könnte man die auch sehr gut verstehen, dass sie manchmal so genervt da hinterm Lenkrad sitzen. Wir nähern uns gleich dem Nordbahnhof von Laupendal. Endlich mal ein paar Fahrgäste weniger. Was wäre OMSI ohne den Ampeln? Wahrscheinlich nur langweilig. Wenn man diese bestimmt nicht hätte, dann wäre es wahrscheinlich in OMSI sehr langweilig. Ich hatte gestern in Kaisertal oder irgendwo, das war aber bei Sisselsforst, da hatte ich eine Ampelphase, bei Kaisertal war das. Nee, Griesbach war das, nicht Kaisertal, Griesbach war das. Da habe ich an einer Linksabbiegerampel gestanden, geschlagene 5 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Da steht man 5 Minuten an der roten Ampel, wartet, bis man endlich weiterfahren kann. Und dann wundert man sich, dass man zu spät mal kommt. Was war das eigentlich für eine, was ist das für eine Ampelphase? So, einmal komplett nach links rüber ziehen. Gut, dass hier nachts nicht mehr so viel Verkehr unterwegs ist.
ich hasse die Baustelle hier. Ich fahre natürlich jetzt trotzdem hier rein. Weil wir müssen ja sowieso über diese Straße weiterfahren. Auf jeden Fall werde ich einmal für euch nämlich die Linie R56 fahren. Das ist eine sehr interessante Buslinie. Da gibt es nämlich alles, was man so als Busfahrer... Es besteht Anschluss zur Linie NB75 Richtung Laufstahlhauptbahn. Mal erstmal gucken, wo wir jetzt hier hinfahren sollen. Also wir können uns links halten. Das ist immer doof mit dem Blinkerhebel, dass er immer sofort rausspringt. Dass hier niemand aussteigen möchte, das wundert mich. Hallo. Hallöchen. Jetzt fahren wir wieder zurück auf die Hauptstraße. Alte Schulstraße. Deswegen wiederholt sich jetzt nochmal die Haltestelle Alte Schulstraße. Busspur gleich drüber fahren. Da kommt ein Manfred. Ach, der steigt hinten, da kann ich mir die Tür zumachen. Das hat sich wahrscheinlich hier so eingebürgert, wenn ein Subunternehmen kommt, Der Subunternehmer lässt wahrscheinlich die Fahrgäste hinten mal einsteigen. Ist egal, sagt, komm, ist egal. Ob sie habt einen gültigen Fahrausweis dabei. Wetterkreuz. Gucken, vielleicht steigt er auch vorne ein. Ne, kann der zumachen. Hallo. Hallöchen. Neuerdings sitzt der Busfahrer hinten im Bus und steuert den Bus mit einer Fernbedienung, wie auf der Playstation oder so mit einem Controller. Oder hat so eine Fernbedienung wie beim Kran. Gibt es auch ferngesteuerte Turmdrehkräne, die man auch per Fernbedienung steuert. Das macht neuerdings der Busfahrer auch. Bisschen Fantasie mal freien Lauf lassen. Charlotte Klinik. Gut, dass wir jetzt keine Ampel haben, um sie stottert mal wieder eine Runde. Müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier hinten. Ach toll, erstmal Pause. Herr Charlottenklinik links fahren. Müssen wir sowieso jetzt halten. Wir haben eine nette Ampel. Die man natürlich sehr schlecht sieht. Eigentlich brauche ich ja die Bremse gar nicht betätigen, sobald ich diese Haltestellenbremse ohne Türfreigabe reingemacht habe. Und weiter geht's. Zu
zum Charlottenklinik. Oh, nachts wollen welche zum Krankenhaus, aber das kann ja auch mal alles sowas vorkommen. Ist ja nicht unwahrscheinlich. Wir haben ja jetzt, die Hauptampel ist ja auch grün. Hier dürfen ja auch nur Busse fahren. Lass mal geradeaus gucken wieder. km/h dürfen wir jetzt hier nur fahren. Die junge Dame, die da steht, die will wahrscheinlich nicht mit. Kriechen wir uns jetzt hier aus der Haltestelle wieder raus. Boah, mach deine Refreshes mal vernünftig, ey. Das ist jetzt auch, glaube ich, nur bis zu diesem Stoppschild. Noch jemand, weil das war wahrscheinlich gestern auch der Fehler, was ich hatte nicht aufgepasst und dann bums, habe ich schon einen Passanten überfahren. So schnell geht das auch bei Omsi. Gut, dass man hier sogar eine Kameraperspektive des Schulterblicks eingebaut hat. Schnell die Tür aufmachen. Kann auch hier vorne einsteigen. Das ist halt typisch BVG-Türsteuerung, die jetzt hier verwendet wird. Aber da wir ein Subunternehmen fahren, die Rolle eines Subunternehmens halt hier übernehmen. Sollte es jetzt auch keine Rolle spielen. Die hat man jetzt fast gar nicht gesehen. Hallo. Hallöchen. Wenn die jetzt sich natürlich keine Fahrkarte kaufen möchte, dann ist es ja kein Problem. Kieferberg. Haben wir jetzt verlassen, die Haltestelle. Und 30 Winkbaustelle. Da bin ich gestern, weil ich so eine erhebliche alte Trotte. Als ich gestern eine erhebliche Verspätung da eingeheimst habe, da bin ich gestern einfach mal so schön fleißig über die Baustelle gebrettert. Das war mir sowas von Latte gewesen.
So, wir fahren jetzt in Richtung Griesbach weiter. Können wir mal langsam zur Ampel vorrollen? So eine Viaduktbrücke gibt es ja auch in Lauritzbach, nur mit halt rechts und links mit Schallschutzglasmauern. So Schallschutzwände aus Glas bestehend, aus so dicken Panzerglas. Da kommt jetzt die Ampel, die ich nämlich meine, wovon ich erzählt habe. Brems! Du böser Bus. Ach, grüner geht's nicht. Ich wollte jetzt hier extra noch eine Strafrunde warten an Zettel mir noch. Und da steht auch an jemand an der Haltestelle. An der Bergsiedlung. Ach, kann ich wieder zumachen. Wenn diese Tür zugeschweißt ist, kann ich auch nichts für Hallöchen. Ach. Geh wieder zu, Tür. Da kommt diese begehrte Ampel, die ich gestern meinte. Da habe ich wirklich locker eine 5 Minuten dort davor gestanden und gewartet, bis die Ampel endlich grün wurde. So, jetzt fahren wir in Richtung Griesbach Bahnhof. Da habe ich halt eine Betriebsfahrt von Regio Forster Betriebshof gemacht, aber nicht in Kaisertal, sondern in, wo war das? In Laupendal, glaube ich, war das. Warum sie oft zu stottern, ey. Krieg ich mich nie auf, doch. So, jetzt drehen wir uns am Busbahnhof wieder um und fahren wieder gleich wieder in gegengesetzter Richtung wieder hier aus Griesbach wieder raus. Die Straße ist auch nur für Linienverkehr freigegeben. Obwohl es für Linienverkehr freigegeben ist, die Straße steht trotz allem noch hier Autos hier drin. So, Stoppschild und einmal ringsrum fahren. Ich habe ja einmal gestoppt, das reicht. Dort hinten gibt es auch einen Bahnübergang. Ich glaube, der ist auch nicht aktiv. Zugverkehr gibt es, glaube ich, auf dieser Map nicht. Ach, halt doch die Klappe. Stimmt doch gar nicht. Da hat schon die Haltestellenansage weitergeschalten. Ich lasse jetzt ruhig hinten einsteigen, ist egal. Hallo. Das ist schon mal eine sehr gute Bestätigung, dass der... Und weg. Wir haben nämlich ein Dreieck. Jetzt kommt die Hand. Ach, halte. Ja, jetzt kannst du umschalten.
Jetzt stimmt es. Aber gerade nicht. Da hat die Ansage gerade ein bisschen zu früh geschaltet. Ah, da will jemand mit. An solchen Situationen darf man einmal kurz auch Fernlicht anmachen, um zu erfahren, ob der Bus, ob sich dort einer an der Haltestelle befindet. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein. Sollten Sie... Ah, ich habe jetzt ja Pausenmodus gedrückt, da ist ja Fursti. Auf 4? 5? 1 ist erwachsen. Dankeschön. Bitteschön. Leider bin ich doch nicht so ein professioneller Busfahrer, der während der Fahrt mal eine Fahrkarte verkaufen kann. Kreuzkamp. Wir fahren ja glücklicherweise ein Solo. Das reicht auch hier völlig aus. Ja, wir fahren gleich ab, keine Angst. Trotzdem mussten wir jetzt mal einen Fahrgast aussteigen lassen. So, wir fahren jetzt wieder in Richtung Kreuztal. Ne, Kaisertal, nicht Kreuztal, Kaisertal. Dieser Streckenabschnitt in Kaisertal wird sehr interessant werden. Da ist der Betriebshof von Regioforce und dort habe ich meine Betriebsfahrt begonnen. Da kam ich dann hier rechts aus dieser Gabelung. Und habe dann hier entlang dieser Strecke halt jetzt eine Betriebsfahrt gemacht. Mit diesem Bus. Damit der auch wenigstens schon mal ein bisschen warm gefahren wurde. Durch diesen Tunnel fahre ich jetzt in dieser Nacht das zweite Mal jetzt durch. Auch sehr schöne Idee, der Design dieses Tunnels. Diese Strecke bin ich jetzt auch hier schon mehrere Mal abgefahren jetzt. Und hier möchte dann auch jemand aussteigen. An der Elbruchstraße. Lassen wir den auch aussteigen oder diejenige. Und weiter geht's. Nun sind wir jetzt in Kaisertal. Es wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant jetzt, dieser Streckenabschnitt. Kann ich euch jetzt schon mal verraten.
Philipp LP diese Strecke auch schon mal gefahren hat, das weiß ich nicht. Ich gucke ja zwar auch gerne dem seine Videos auch sehr gerne an. Prinzenallee. Dort möchte leider keine Augen ein- und aussteigen. Und noch mal rechts, glaube ich. Oder? Einmal kurz den Pausenmodus gucken. Nee, geradeaus geht's weiter. Und warten, bis die Ampel grün wird. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Ersatz zu der begehrten Langbach-Map. Die Map war nicht so ähnlich aufgebaut. Kaisertal-Marktplatz. Ich habe natürlich wieder der Ansage wieder ins Wort geredet. Auch dann fahren wir mal weiter. Ab jetzt wird es richtig interessant. Ab da, wo schon diese stark beschädigte Straße kommt, da wird es jetzt richtig interessant. Da gibt es nämlich ein paar enge Parts. Da muss man höllisch aufpassen. Wenn man da nämlich im Dings fährt, mit KI, das Der fährt, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Jetzt reicht's ja aber. Ey, du Fettsack, wenn du gleich nochmal so einen Kommentar abgibst, dann mache ich hier für dich die Tür auf, da kannst du dort aussteigen, dann kannst du laufen. Mach mich nicht so dumm von der Seite an. Fahr selber mit dem Bus, wenn du besser fahren kannst. Ich hoffe, die Fahrerfigur ist nicht auch ein Manfred. Manchmal sind die Straßen halt nicht so guten Zustand, dass man vernünftig fahren kann. Aber da haben die Leute keine Ahnung von. Dann wundern sie sich demnächst nicht, dass ich 10 Minuten Verspätung irgendwann habe. Ist ja unglaublich, sowas hier. Soll froh sein, dass ich nicht mit dem alten Mercedes-Bus rumfahre. Bisschen zu früh fahren ist auch nicht, kann auch nicht schaden. Ich
musste das jetzt mal echt jetzt mal so rauslassen. Habt ihr jetzt ja gerade auch gesehen können im Ortskern von Kaisertal. Ich bin normalerweise nicht so unfreundlich zu Fahrgästen, aber irgendwann reicht es. Können die Fahrgäste auch von mir erstmal ein Feedback abgeben, aber nicht ständig hier. Vor allem an so Gegenden, wo man halt nicht besser fahren kann. Aber das interessiert den Fahrgästen in Omsi überhaupt nicht. So, wir nähern uns so gerade des Weges halt das Endziel wieder. Jetzt dürfen wir mal den Straßenverlauf der Hauptstraße folgen. Dass der Bus mal ein bisschen rumhüpft, das ist normal bei so einer stark beschädigten Straße. Aber da haben die Leute, die Fahrgäste in Omsi 2 halt kein Verständnis für. Manchmal könnte auch von rechts ein Auto rauskommen, weil es ist ja hier die Rechts-vor-Links-Regelung. Es ist sogar freundlich, dass hier sogar Schilder stehen, damit man das auch frühzeitig sehen kann. Da steigt da vorne ein. Ne, ja nicht. Morgen. So, das Video geht schon fast anderthalb Stunden, solang wie auch die Linie ungefähr ist. Die hat halt eine Fahrzeit von fast anderthalb Stunden. Aber wir nähern uns jetzt gerade, wir fahren jetzt auf geraden Wege dem Ziel immer näher. Kann man die Tür auch wieder zumachen. Morgen. Eine Kurzstrecke, bitte. Ja, ist ja auch sinnvoll, eine Kurzstrecke. Weil es sind ja jetzt nur ein paar Haltepunkte, die wir jetzt noch befahren müssen. Was hat sie mir jetzt gegeben? 5 €, ja. Gut, dass ich das mal anzeigen lasse. Auf 3, 5, so. Kurzstrecke wachsen. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Auf 4, 6, 8, 10. Danke. Bitteschön. Da wollte ich nicht drauf drücken. Ja, wir fahren jetzt auch ab, keine Angst, die iBox. Die Passanten, die sollten wir auch nicht überfahren.
Ich lasse ja auch meistens immer auch den Motor bremsen normalerweise. Aber hier rollt der Bus dann einfach runter. Und noch ein Manfred steigt hier ein. Ach, der steigt eh mal hinten ein. Morgen. Aber zum Glück sind dann meistens die Fahrgäste in Omsi auch sehr ehrlich und kommen dann auch zum Fahrrad und kaufen sich dann halt auch eine Karte. Die nächste Haltestelle wird wahrscheinlich sich anhören, als ob das eine polnische Haltestelle wäre. Achtet mal jetzt drauf. So, wir nähern uns jetzt immer weiter der Innenstadt von Sisselsforst, wo unsere Fahrt auch begonnen hat. Wir sind quasi jetzt einmal im Kreis gefahren. Die Haltestelle heißt Kolmogorów-Smirowstraße. Das hört sich so irgendwie nach Polnisch an. Ich kann zwar selber kein Polnisch, ich habe mir ja auch sagen lassen, es ist eine sehr schwierige Sprache. Das lernt man nicht mal einmal eben so ums Eck, sage ich mal. So wie Niederländisch wäre dann wahrscheinlich schon ein bisschen leichter. So. Das ist natürlich sehr blöd mit dieser computergenerierten Haltestellenansage. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Bus endete. Ich bedanke mich für Ihre Mitfahrt. Auch wenn Sie unterwegs mal zwischendurch mal gemeckert haben. Aber im Namen der Regioforster bedanke ich mich für Ihre Mitfahrt. So, das ist unser Fahrplan, das ist mein Fahrplan. Ich habe etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Haltestellen zu spät erreicht. Aber sonst über die Hälfte habe ich auf dieser Fahrt mit einem Okay-Status die Haltestellen erreicht. Ich hoffe, euch hat diese Fahrt gefallen auf der NE 79, einmal ringsrum um Laupendal mit einem Mercedes-Benz O530 Citaro Facelift von Hellefate. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich wieder eine Folge Let's Drive Omsi 2 mache für euch. Das war, so sieht der Bus jetzt halt mittlerweile jetzt aus, weil wir jetzt ja schön durch Regen gefahren, ist jetzt der Bus natürlich verdreckt. Ich fahre jetzt noch mit euch noch auf den Pausenparkplatz und dann der befindet sich halt hier daneben. So. Ich werde jetzt halt, nachdem ich das Video beendet habe, eine weitere Fahrt noch im Privaten noch machen. Ich werde dann die Linie NE78 fahren. Das ist einmal die umgekehrte Ringbuslinie, Nachtexpressbuslinie, die halt einmal im Ring auch ebenfalls fährt, über Kaisertal. Einmal nochmal in komplett umgekehrter Reihenfolge wird diese Buslinie, dann ist dann halt die Buslinie NE78, ist halt eine, ist dieselbe Buslinie, nur einmal andersherum. Diese Linie fährt halt einmal diesen Ring halt entgegen den Uhrzeigersinn. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt euch von euch verabschieden. Ich hoffe,
Es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde mich das freuen. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Drive um sich 2. Bis dahin, mein Name ist Marco Schlott und ich verabschiede mich von euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.